Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ja, das letzte Mal, da haben wir uns quasi mit Arbeit ein bisschen Geld verdient. Wir wurden quasi um Hilfe gebeten, Holz zu hacken und das quasi für die Bewohner fertig zu machen. Denn die Bewohner wollen ja quasi auch noch Holz zum Anfeuern haben. Die brauchen Wärme für den Winter und da sind sie jetzt natürlich stark. Und jetzt suchen sie sämtliche Bewohner, die mithelfen. Klar, dass wir natürlich auch noch die Gefragten sind. So, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wenn das natürlich nochmal dazu kommt, dass wir nochmal so eine Art Working machen, dann werden wir auf jeden Fall noch dazu kommen. Ja, auf jeden Fall war das mal abwechslungsreich. Auch wenn ich nicht viel machen konnte, es war quasi wie ein abspielendes Video und ja, dennoch war es interessant. Ja, und jetzt werden wir uns erstmal nochmal aufs Ohr hauen und uns auf den nächsten Tag vorbereiten. Mal sehen, ob wir da natürlich auch mal so arbeiten können. Ja. Ja, und wie es soweit ist, wir haben jetzt quasi schon die 40. Folge von Harvest Moon. Ja, es ist unglaublich, dass ich das wirklich mal sage, aber tatsächlich, 40. Folge, das dauert nicht mehr lange, wir haben die 50. Folge fast erreicht. Ja, das ist unglaublich. Aber wenn es euch natürlich gefällt, dann mache ich gerne weiter. Von allein, weil es mir auch gefällt. Ja, so, beginnen wir jetzt erstmal den Tag. Schönes Wetter, also auch für den nächsten Tag. So. Zuallererst gehen wir erstmal unsere Tierchen füttern. Nehmen das Unkraut hier weg. So. Hallo Len, hallo Milka. Euch geht's ja anscheinend ziemlich gut. Ich kann mit großen Tieren wohl mehr umgehen als sie mit kleinen. Obwohl wir uns wirklich mal ranarbeiten sollten mit den Huhn, auch wenn ich jetzt ein bisschen, naja, teilweise so ein bisschen Angst habe, dass das wieder passiert mit dem Begraben des Vögelchens. Moment. Okay, ja, okay. Len, nein, du gehst jetzt nicht raus. Mal gucken. Nein, wir haben keine Mails. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Working wieder machen. Diese Arbeit. Jawohl. Sie brauchen also immer noch unsere Hilfe. Ja, ich bin dabei. Jetzt müssen wir mit dem Hammer umgehen. Jo, wir sehen uns dann. Danke nochmal für die schöne Arbeit. Oh, wir kriegen ganz schön viel. Gar nicht wenig, was wir da bekommen. Das ist schön. Das kann man gut verwenden für Medizin und sowas. Also ich muss ehrlich sagen, das ist auf jeden Fall schön. Gestern waren wir Holzhacken, heute haben wir gehammert. Na, alter Mann. Scheint es ja nicht gerade sehr freundlich zu sein. Darf ich mal da durch? Vielen Dank. Ich bin der Pilzsammler. Ja, zum Angeln sind wir natürlich auch noch nicht gekommen. Ich muss echt mal überlegen, wie man das machen kann. Bestimmt gibt es irgendwo ein Geschäft oder irgendwo was, wo man vielleicht einen Köder oder sowas finden kann. Oder man muss die Früchte vielleicht nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich lasse das mal erstmal sein. Ich glaube, das ist auch erstmal unwichtig. Denn wir sollten uns auch auf den Winter vorbereiten. Bin heute ein kleines bisschen heiser, nichtsdestotrotz. Ist es ein Tag wie jeder andere. Ja, worüber wollte ich eigentlich nochmal reden? Ich hatte da mal ein kleines Thema, das hatte jetzt weniger mit den Spielen zu tun. Generell hat das mehr mit YouTube zu tun. Ich habe vor kurzem gesehen, dass viele Kommentare oft in den Spam reinkommen, die in meinen Augen gar nicht wie Spam sind. Nicht, dass ihr mich das irgendwie falsch versteht, aber manchmal ist das ein Sicherheitssystem, das von Google auch schon über die Mails immer gewesen ist. Ja,
Und ich finde das auch eigentlich ziemlich gut und praktisch, aber manchmal gibt es da halt Möglichkeiten, dass manche Sachen gar nicht als Sparen gezählt werden. In meinen Augen sind das aber manchmal Sparen. Andererseits gibt es da Sparmöglichkeiten, die wieder reinkommen, die, wo man dann nichts mitkriegt. Und deswegen nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich nicht mitkriege, dass ich nicht möchte, dass ich euch nicht möchte irgendwie nicht durcheinander mit den Wörtern kommen. Also, es ist halt so, dass ich manchmal durch dieses Sparen nichts mitbekomme, was eigentlich kein Sparen ist. Warum Google das jedes Mal als Sparen setzt, wenn irgendjemand das zum ersten Mal hinschreibt, verstehe ich selber nicht. Sparen heißt für mich eigentlich, wenn jemand andauernd dasselbe schreibt, was in dem Sinne schon gewesen ist. Und da gibt es halt manchmal Sachen, die kommen plötzlich in diesen Sparenbereich. Und vielleicht haben auch noch andere das Problem. So, ich habe jetzt halt festgestellt, dass es viele Nachrichten gab, die ich gar nicht mitbekommen habe, weil Google mich nicht darauf informiert hat. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will euch nicht antworten oder sowas, sondern es ist halt so, ich habe das nie mitgekriegt. Weil Google zeigt nur die Dinge an, die er nicht als Spam sieht. Und deswegen muss man jedes Mal überprüfen, ob die Nachrichten plötzlich auf Sparen kommen. Das Problem hatte man früher nicht. Man hatte jedes Mal eine Nachricht, wenn da irgendwas gewesen ist, immer eine Nachricht dastehen. Selbst wenn Sparen gewesen ist oder sowas. Man konnte es ja anschließend ja selber quasi wegmachen. Das hat Google ja irgendwann ja zum, ja so YouTube, irgendwann so gemacht, wie Google es hat. Und ich werde auch mal gucken, dass ich mir die Zeit dann nehmen kann, weil ziemlich viele jetzt gekommen sind. Und, ja, deswegen werde ich mir mal gucken, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich euch, wenn ihr Fragen habt, die Fragen beantworte, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, ein Feedback geben wolltet, oder, muss ich ja auch gucken, dass ich das quasi auch annehme. Manche Feedbacks habe ich ja versucht anzunehmen, den einen habe ich ja mitgelesen gekriegt, wo jemand geschrieben hat, dass die Musik ein bisschen laut ist, ja, es kann sein, möglich, aber ich möchte mich ja auch nicht als Profi jetzt sehen und im Grunde gibt es halt manchmal Sachen, da macht mein Mikro vielleicht nicht richtig mit, ach, und von daher, ich versuche so gut wie es geht, auch die Verbesserungsmöglichkeiten so gut wie es einzuhalten, wenn es nicht knapp in dem Moment, nicht böse sein, ich versuche mein Bestes dabei zu geben. Und das Größte dabei, nicht zu vergessen, den Spaß dabei zu haben. Darum geht es ja im Grunde. Ich versuche es wirklich nur, das so zu machen, dass es mir gerade quasi Spaß macht. Und wenn es euch Spaß macht, zuzusehen, das freut mich sehr, wirklich. Und von daher muss ich mir auch manchmal die Zeit nehmen. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Leute, die haben auch noch irgendwas geschrieben. Die Zeit konnte ich bisher noch nicht nehmen. Ich habe wirklich sehr wenig Zeit schon allein, weil ich in ein paar Tagen quasi für einen Umzug mich fertig machen muss. Und das habe ich ja auch schon im Facebook quasi schon mal gesagt. Und da gibt es halt ein und andere Probleme da immer dazwischen, die dann halt nicht klappen oder nicht klappen wollen. Und von daher seid mir deswegen nicht immer böse. Ich versuche wirklich so gut wie es geht, mir die Zeit noch nehmen zu können. Übrigens, das möchte ich schon mal erwähnen, es kann sein, dass wenn ich quasi den Umzug mache, bestimmte Tage vielleicht gar nicht viel aktiv sein kann. Ich werde aber auch vieles darüber über Facebook berichten oder über Twitter. Neuerdings bin ich ja bei Twitter, aber ich bin da selten bei, dass ich bei Twitter wirklich irgendwas poste, weil ich habe wirklich wenig Zeit. Bei Facebook habe ich mehr die Zeit, weil ich bei Facebook viele Sachen auf einmal mache. Und da kommt halt eins zum anderen, da habe ich mehr Zeit für. Deswegen finde ich es auch super, dass einige von euch zum Beispiel auch bei Facebook mir Berichte oder sowas geben für Videos oder sowas. Das ist wirklich super nett von euch. Und von daher, so, sammle jetzt hier noch den Pilz ein, dann gehe ich mal mich zum Verabschieden. Wir sind schon wieder am Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen, wenn es euch informativ war. Wie gesagt, ist halt so, dass viele Nachrichten im Spam-Ordner landen, die vielleicht gar nicht als Spam gezählt werden, in meinen Augen zumindest. Ich sehe Spam nur, wenn jemand das 2, 3 oder 4 Mal hintereinander schreibt. Im Grunde
unter vielleicht sogar den Bedingungen desselben Videos. Aber wenn jemand zum Beispiel schreibt, das Video ist super und am nächsten Tag kommt ein neues Video, dann schreibt er das wieder hin und sagen wir mal, das Video ist top. Und Google setzt das gleich, weil es wie denkt, es sei vielleicht dasselbe. Im Prinzip ist es auch, aber es ist ein anderes Video. Und man kann bei jedem Video ja wohl seine Meinung geben, finde ich. Und das ist das, was halt YouTube ein bisschen anders macht, als wie ich es gewohnt bin. Ich habe mit YouTube angefangen, das war 2010. Und da wurden auch Kommentare manchmal als Spam gesetzt, aber die waren nicht so extrem, da konnte man selber entscheiden, was jetzt Spam war und was nicht. Gut, es war manchmal nervend, wenn man viele Nachrichten bekommen hatte, aber wenn man jetzt überlegt, jetzt kriegt man viel Spam. Das ist der Nachteil wieder dabei, finde ich. Wenn ihr natürlich auch noch dazu was sagen wollt, wenn ihr auch mal solche Erfahrungen mitgesammelt habt, schreibt es doch mal in die Kommentare, lasst uns mal darüber reden. Ich möchte nicht sagen, dass YouTube schlecht deswegen ist. Ich will nur sagen, dass es halt ein bisschen, naja, ein bisschen mehr Post plötzlich gibt, als wie man eigentlich denkt, weil es dann plötzlich im Spam-Ordner landet. Und wenn man dann nicht drauf achtet, man müsste theoretisch die normale Post lesen und den Spam-Ordner durchchecken. Und wenn man sich das überlegt, das kann man regelmäßig, täglich muss man es wahrscheinlich machen. Wenn man jetzt täglich Videos macht, so wie ich jetzt, dann hat man halt diese ganzen Sachen, da ist es halt so. Ja, und wenn ihr Erfahrungen damit gesammelt habt, in die Kommentare posten, lasst uns drüber reden. Und wie euch die Folge gefallen hat, auch kommentieren. Das soll natürlich nicht fehlen. Ja, ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!